Komme in die Stabhaltung, Dandasana. Genieße die aufrechte Haltung und atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Stelle deine Füße auf, spanne deine Bauchmuskulatur an und ziehe mit der nächsten Einatmung deine Beine leicht angewinkelt nach oben, sodass deine Waden parallel zum Boden zeigen. Verlagere dein Gewicht auf dein Gesäß. Strecke deine Arme seitlich an deinen Knien vorbei. Handflächen zeigen auf Schienbeinhöhe zueinander. Das halbe Boot. Adanavasana. Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung. Lege deine Finger um deine Zehen und ziehe mit der Einatmung deine Beine gerade nach oben in das tiefe Boot. Navasana. Atme tief und spüre in deine Bauchmuskulatur. Stirn und Kiefer sind ganz entspannt. Navasana stärkt deine Bauchmuskulatur und unterstützt dein inneres Gleichgewicht. Löse wieder die Stellung und komme noch einmal in das halbe Boot. Versuche, den Rücken ganz gerade zu halten. Schultern rollen sanft nach unten und hinten. Adanavasana stärkt auch die untere Rückenmuskulatur und lindert nervöse Leiden. Für einen beschwerdefreien Rücken ist es wichtig, dass die Bauch- und Rückenmuskulatur gleichmäßig aufgebaut wird. Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung und komme zurück in Dandasana. Schließe deine Augen, genieße deine aufrechte Haltung und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Sonnengeflecht, dein Energiezentrum im Bauchraum.